Hi, endlich was Neues von Wix Invoices. Effizient und endlich fehlerfreie Rechnungen erstellen mit den neuen Features von Wix Invoices. Klingt spannend. Welche diese Features sind und wie du die installierst, darum geht's in diesem Video. Für alle, die mich noch nicht kennen, abonnieren nicht vergessen. Ich bin Petra, die Wix-Expertin für den deutschsprachigen Raum und hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Wix, insbesondere um den Wix-Editor und wie ich dir schneller und effizienter zu einer besseren Webseite verhelfen kann. Ich habe ja bereits ein sehr ausführliches Tutorial zum Thema Wix Invoices gemacht. Also wenn du hier komplett neu bist mit Wix Rechnungen, dann solltest du dir das Video mal anschauen. Der Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Und heute geht es um zwei neue Features, die es bisher noch nicht gegeben hat. Feature Nummer 1 ist, es ist die Aufsplittung der Mehrwertsteuersätze möglich. Warum? Ist es wichtig? Das ist insbesondere wichtig, um den gesetzlichen Anforderungen in Deutschland zu entsprechen. Die Angabe nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen, die ist Pflicht. Beispiel: Auch wenn der Regelsteuersatz für Produkte und Dienstleistungen in Deutschland, also ich sage jetzt einfach nur mal in Deutschland, 19% beträgt, darfst du nicht den Fehler machen, grundsätzlich für alles 19% ansetzt. Wenn du nämlich das machen würdest und du 19% angibst, obwohl ein ermäßigter Steuersatz korrekt wäre, könnten Kunden, die ihre Steuer abführen müssen, nicht mehr von Vorsteuerabzug, man liebt die deutsche Sprache, Gebrauch machen. Umgekehrt müssen sie eventuell sogar Differenzbetrag nachzahlen, wenn du einen ermäßigten Steuersatz berechnest, obwohl 19% fällig wären. Deswegen ist es so wichtig, dass diese unterschiedlichen Steuersätze auch ausgewiesen werden auf der Rechnung. Natürlich können nur bestimmte Produkte und Dienstleistungen mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz angegeben werden. Das sind insbesondere dies meistens fast alle Lebensmittel, kulturelle Angebote wie Bücher, Zeitschriften, Kunstgegenstände, Events, Eintrittskarten und Übernachtungen in einem Hotel. Aber es gibt auch Berufsgruppen wie Ärzte, Rechtsanwälte und also Paarrechtsanwälte in der Branche und im Bildungssektor, die ebenfalls ihre Dienstleistung mit einem ermäßigten Steuersatz abrechnen können. Wie man das macht, zeige ich dir jetzt. Die Einrichtung ist relativ einfach. Dafür gehst du in den Einstellungen auf Rechnung und Angebote, klickst auf Rechnungen und wie du siehst, hast du jetzt einen neuen Punkt bekommen. Das nennt sich die Steueranzeige. Das klickst du an und nun kannst du sagen, bitte eine zusätzliche Spalte für Steuern. Das würde ich auf jeden Fall immer einschließen. Und hier kannst du dich nochmal entscheiden, ob du eine Steueraufschlüsselung im Abschnitt Gesamtsumme haben möchtest oder ob du eine Zwischensumme der Elemente pro Steuergruppe haben möchtest. Ich würde eigentlich dazu tendieren, diese Zwischensumme darzustellen, aber wenn du dir da unsicher bist, frag auch nochmal deinen Steuerberater. Nun ist für alle, die auch einen Online-Shop betreiben, sicherlich auch wichtig, das so zu definieren, dass das auch automatisch rausgeht. Und zwar dafür gehst du in Einstellungen auf Steuern und wählst die Länder, die du belieferst oder die du auch steuerlich betrachtest, eben aus und definierst es. Dann würde hier 19% für Services stehen. Für Produkte, für Standardprodukte ist es ebenfalls 19%, für Lebensmittel 7% und für Dienstleistungen, wie auch immer, in welchem Bereich du bist, entweder 7% oder 19%. Und wenn du das speicherst und gleichzeitig die Rechnungseinstellung so machst, dass die Steueranzeige eben definiert wird, dann wird die Rechnung auch unterschiedliche Steuersätze mit berücksichtigen. Das ist ein Wunsch, den die Online-Shop-Besitzer schon sehr lange an Wix gestellt haben und endlich ist es möglich.
Und das Feature Nummer 2 ist keine Pflicht, aber gerade für Kunden wirklich hilfreich ist, du kannst mittlerweile an die Transaktionsdetails, also die Zahlungsmethode, mit ausweisen. Dann können die ebenfalls nachschauen, wann und mit welcher Zahlungsmethode, mit welcher Kreditkarte sie halt eben diese Rechnung bezahlt haben oder ob das per Banküberweisung war und wie auch immer. Leider ist es weiterhin nicht möglich, einen QR-Code da auszuweisen. Das ist möglich unter Finanzen und im Zahlungslink. Da kannst du einen QR-Code generieren. Wenn dir ein Video dazu gefallen würde, dann sag mir einfach Bescheid. Übrigens arbeite ich gerade daran, an einem Online-Kurs, wie man Rechnungen in einer E-Mail als PDF-Anhang mit versenden kann. Denn automatisches Versenden per Link ist natürlich möglich, jederzeit. Dazu habe ich ein Video gemacht, gibt es auch nochmal in der Beschreibung. Aber es ist nicht möglich, die Rechnung als PDF an eine E-Mail anzuhängen und womöglich noch die Widerrufsbelehrung ebenfalls mit drauf. Ich hatte es fast schon so weit, das hat auch funktioniert. Nun kam es aber zu vielen Zapier-Änderungen und Neuerungen und vieles ist auch wirklich cool geworden. Allerdings hat es mir meine Automatisierungen zerschossen, also muss ich von vorne anfangen. Wenn du nicht verpassen möchtest, wenn ich mit dem Ganzen fertig bin und es den Kurs gibt, dann solltest du dich unbedingt zum Newsletter anmelden. Denn dort werde ich es als erstes announcen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst. Und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, let's wix it, deine Petra.